Hallo, ich sitze wieder und immer noch hier beim Herrn Pixel in der Studiobude und wir werden tolle Sachen spielen. Wir haben jetzt immerhin ein Erfolgserlebnis schon gehabt, einigermaßen und ein Überraschend. erschreckendes. Aber ich glaube, von dieser Firma habe ich nichts, ne, ich will es nicht verschreien. Aber ich glaube, das war jetzt, aber diesmal haben wir eine kleine harmlose Geschichte, nämlich das hier. Ja, das ist ein Fishing Game, ein Angelspiel einfach. Wir Das werden heißt einfach, ach, angeln. das heißt einfach nur Fishing Game. Ja, Okay. 8 Fische und 3 Fishing Rods, also 8 Fische und 3 Fischangeln enthalten. 12 Teile. 8 plus 3 plus 1. 12 Teile. Wahnsinn. Es gibt auch keine Ja. Regeln wieder, wie man sieht. Hier ist nur einfach Angelspiel mit 8 Fischen und 3 Fischangeln. Und Warnungen, die kennt man auch so. Und das kommt diesmal tatsächlich aus England und oder Holland. Made in PRC. Oh, ja gut, aus China. Völlig überraschend. Also, Lifetime Games. Hat sogar ein CE-Zeichen. Muss es ja haben, weil sonst darf man es doch gar nicht einführen, Warte oder? mal, CE habe ich immer gedacht, hat irgendwas mit Elektronik zu tun, aber stimmt Hat es nicht, eine oder? Batterie? Nö. Nee, aber es ist eher, eine CE ist doch eher für Sicherheit, also geprüfte Sicherheit, Ja, oder? irgendwie halt, Dass es aber. nicht gleich irgendwie jemanden umbringt, wenn man es Ja, aufmacht also oder es so. hat ganz tolle Aufkleberchen hier drauf, auf der Packung, auf den Rändern hier. Damit man nichts weiß. Ja, okay. Also, gucken wir es uns an. Ganz toll. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gekauft habe. Wann, wo, wie, weiß ich nicht mehr. Es war billig gleich. CE steht hier auch nochmal drauf. Also, ein bisschen wirkt schon, als ob es eine Mechanik hätte. Aber, also gut. Versuchen wir es rauszulösen. Oder ist gleich alle Fische uns entlaufen. Hier haben wir ein. Hier sind Fische, die haben Mäuler mit Magneten. Die schauen ganz schön doof aus, aber eigentlich Ja. lustig. Und hier haben wir die Irgendwie. coolen Angeln mit Naja, okay. mit Gummiriemen, damit man sie die meist abringeln muss, damit man sie auch angeln kann. Hier, Also hier haben wir jetzt eine Angel. ich habe gleich mal zwei Fragen. Warum sind es nur drei Angeln, wenn es doch vier Ecken gibt? Ja, das ist, damit man Geld sparen kann. Aber Wahrscheinlich. sie sind auch vorbereitet hier. Also, und jetzt, ja, man kann jetzt dann angeln und vermutlich wird dann dieser Drehmechanismus hier, den ich hoffentlich jetzt nicht kaputt mache, weil ich in die falsche Richtung drehen werde gleich. Also, ja, man sieht ja ein bisschen. Ihr seht es nicht ganz ideal, aber es reicht schon, glaube ich. Wobei, warte, es ist kein Problem hier. Kein Problem. Da muss ich aber hier gucken, sonst sehe ich nämlich Dann sieht man uns nichts. aber nicht mehr beim Angeln. Ach so, muss man das? Nee, nicht unbedingt. Ich glaube, nur nachher beim Also Fazit wird so, man ja sehen. genau, ich gehe dann nachher wieder raus Jo. damit. Ja. Also, wie man sieht, hier sitze ich noch, hier sitzt der Herr Pixel. Hier, ja. Ja, und wir werden jetzt dann gleich ein bisschen angeln gehen. Gut. Also, gucken wir mal. Hier kann man. Ah. Wenn man jetzt nicht hier aufzieht, sollte was passieren. Funktioniert es nicht. Ah. Jetzt. Kann man da zu viele aufziehen? Ich weiß es nicht. Dann gehen die Münder auf und zu. In der Zeit soll Okay. man also angeln. Ha, ich habe einen. Das. Das ist gar nicht mal so einfach. Nee, und vor allem, man Vor hat zu allen Dingen zieht viel. man halt immer die ganze Zeit auf, oder? Ja, den Eindruck habe ich jetzt auch. Der vierte Spieler muss halt dauernd aufziehen. Yay! Okay. Das ist noch nicht so ganz durchdacht, das System hier. Okay. Glaube, wir einigen uns jetzt auf ein Unentschieden einfach. Ja, ist fair enough, Und ich ja. glaube, wollen wir unbedingt noch eine Runde spielen? Ich weiß Ich nicht so glaube nicht so recht, ganz. Also, also ich finde, der. das ist jetzt nichts Neues. Das gibt's, also, ich kann mich vage erinnern, dass wir es vor Jahrzehnten auch schon mal so ähnlich hatten, wie ich auch noch jung war. Aber da hat es halt auch funktioniert. Aber da hat es wahrscheinlich auch mehr wie 2 € oder sonst was gekostet. Konzeptionell finde ich das jetzt gar nicht so schlecht, aber es ist halt einfach nicht sinnvoll ausgeführt, dass ich hier. Das ist auch kein. Erstens mal klemmt es gerne mal, wie man jetzt feststellt. Ah.
Die Frage ist, wie lang dreht sich's, wenn es nicht dauernd hängen bleibt irgendwie? Ja, irgendwann, es klemmt halt wie Sau. Ja. Das ist das Problem. Ich sehe da schon, da ist so ein Zahnrad drin, aber das verklemmt sie halt immer sonst. Also gut, wir haben es, konzeptionell hat es einen gewissen Charme, aber die Praxis sagt, ja, also war jetzt nicht so geil. Es war jetzt ein eher kurzes Vergnügen, aber macht es. Ja, also, es war lang genug, würde ich sagen. Ja, war es ein Vergnügen vor allem. ich habe jetzt noch die entscheidende Frage, kann man damit auch Mails fischen? Also die Magneten funktionieren jedenfalls. Vielleicht kann man damit irgendwelche alten Floppy-Disks unschädlich machen. Ja, ist das schon. Ja, irgendwas kann man bestimmt irgendwo rausfischen. Irgendwo, ja. Ja, also... Ob, naja. Also gut, wir haben es gesehen, das Fischspiel. Super. Von Lifetime Games. Also, ja, es hat mir ein bisschen Lebenszeit geraubt. Das stimmt schon, aber viel mehr halt auch nicht. Ja, also würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, kann man als gesehen, also ihr habt genug gesehen, glaube ich, ihr müsst es nicht selber nachspielen, um es, wie man vor allem übrigens auffällt, hier sind auch falsch, es sind zwei gelbe Fische, ein blauer und ein rosaner, wo ist der grüne? Die grünen werden diskriminiert. Mhm. Naja. Aber die Aufkleber sind schon drauf, die muss man nicht mal selber drauf machen. Nee, die haben was gegen die Grünen offensichtlich. Oh nein. Also lassen wir es lieber, bevor es noch kritischer wird und sagen, das war eine Angeltour, ihr habt es gesehen und beim nächsten Mal wird es hoffentlich wieder besser. Bis dann. Tschüss.